Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Und erstmal muss ich euch sagen, das hier ist eine komplett neue, wie soll ich sagen, Aufmachung an Videos. Ich habe einen Kameramann, der steht hinter der Kamera, der Max. Mit seiner Kamera, er wird die Videos schneiden und so weiter. Also das wird hier eine quasi eine ganz neue Nummer. Ich zeige euch heute mal mein neues Zuhause und viel Spaß im Video. Los geht's. So, kurz zur Erklärung, die meisten von euch werden in den letzten Videos gesehen haben, dass ich hauptsächlich in Venice Beach trainiere. Das tue ich aktuell nicht mehr und das hat folgenden Grund. Wie ihr wisst, habe ich ganz viele Videos gedreht in diesem Studio, habe sie geschnitten und hochgeladen. Leider wurde mir das dann verboten, also im Nachhinein, als dann wirklich alles fertig geschnitten war. Und wie gesagt, ich habe das Gespräch mit der Gebietsleitung gesucht. Die Gebietsleitung hatte keinen Bock mit mir zu reden, also die Info war, die wollen keine Diskussion mit mir. Wenn ich das Video hochlade, dann darf ich gehen. Problem war halt natürlich, ich habe schon 20, 21 Videos fertig gemacht, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Um ehrlich zu sein, hängen da auch ein bisschen Sponsoren dahinter, die wollen natürlich auch, dass ich die Videos hochlade. Und ja, leider hat man nicht mit mir reden wollen, deswegen habe ich quasi den Rücktritt angetreten, also an alle Mitglieder von Venice Beach. Tut mir leid, ihr werdet mich nicht mehr in dem Studio sehen, aber genug von Venice Beach geredet. Wir gehen jetzt ins Clever Fit und zwar in Rohrbach, das liegt bei Heidelberg. Das ist quasi mein neues Zuhause, da werdet ihr mich jetzt öfter treffen. Und nebenbei, alle Personal Trainings werden hier stattfinden oder in Waldorf, eins von beiden. Auf jeden Fall, ich zeige euch dieses Studio. Auf geht's. So, erster Vorteil an Clever Fit ist, hier juckt niemanden, wie du trainierst, also wie du aussiehst. Bei Venice Beach war es bisher immer so, man durfte nicht im Tanktop trainieren oder nicht zu weit ausgeschnitten oder die Hosen durften nicht zu kurz sein und so weiter. Hier juckt es eigentlich niemanden, wie du aussiehst. Hier geht es mehr ums Training. Das entspricht eher so meiner Philosophie. Was auf jeden Fall cool ist, Clever Fit ist nicht unbedingt an Geräte gebunden. Sie haben nicht unbedingt Verträge mit den Firmen, sondern Clever Fit kann sich quasi aussuchen, welche Geräte sie haben wollen und bauen sie in ihre Studios. Denn es ist keine Kette, also Clever Fit ist eine Kette, aber es ist ein Franchise-Unternehmen. Das bedeutet, jedes Studio entscheidet quasi für sich selbst, was sie in ihr Studio packen wollen und was nicht. Was ich übrigens sehr geil finde. Ich zeige euch jetzt mal so ein paar Ecken, ein paar coole Sachen, was mir speziell, also richtig gut gefällt. Ich muss noch dazu sagen, ein Stairmaster kriegen wir auch noch. Das war das erste, was ich mit dem Chef besprochen hatte, dass ich einen Stairmaster brauche, unbedingt für meine Vorbereitung. Aber was es hier alles gibt, zeige ich euch jetzt. Und wir fangen mal direkt mit dem Massarium an. Ich war selber noch gar nicht drin. Das Massarium ist ein Raum mit einem Bett und da sind so Wasserstrahlen drin. Da legt man sich dann quasi drauf und 13 Minuten wird man da massiert. Ich zeige euch das mal. So, wir machen das Ding hier mal an. Ich habe das selber, wie gesagt, noch nie benutzt. Okay. Okay, also hier kann man dann quasi die Bereiche aussuchen, in denen man massiert werden will. Also wir machen mal Beine, weil wir heute Beine trainieren. Genau, jetzt kann man sich hier drauflegen. Der hat das erste Mal hergekommen. Boah, krass, also vielleicht seht ihr das. Das ist ein Wasserstrahl hier. Boah, das ist mega hart, ne? Aber geil. So, jetzt können wir hier noch auswählen, ob wir dicke Menschen oder dünne Menschen sind. Und ob wir mehr Strahl wollen oder weniger. Okay. Ah, und warm ist es auch noch. Man muss auf jeden Fall schauen, dass man nicht einschlägt. So, jetzt gehen wir mal weiter die Geräte angucken. Also über die Cardio-Ecke hier müssen wir nicht groß sprechen. Das ist eher so nicht mein Gebiet, wenn ich ehrlich bin. Aber was richtig geil ist, hier im Studio gibt es, also es ist hauptsächlich ausgerichtet mit Live-Fitness-Geräten und Hammerstrength. Also verschiedene Linien der Firmen sogar. Wir haben einmal die Hammerstrength, so diese grauen Sachen und dasselbe gibt es auch nochmal quasi in Rot, das ist die hier da drüben. Hier hat man so bilaterale, unilaterale Sachen. Hier
kann man übelst geile Scheiße dran machen. Habe ich letztes Mal schon probiert. Hier kann man quasi Kreuzheben machen. Ich habe hier schon einarmig gerudert. Übelst fett. Für was das hier da ist, weiß ich übrigens auch noch nicht. Das könnte eine Kniebeugenübung sein, glaube ich. Okay. Ich könnte euch jetzt quasi jedes einzelne Gerät hier vorstellen. Was wir aber stattdessen machen ist, wir gehen jetzt trainieren und während dem Training zeige ich euch die ganzen Geräte. Das bedeutet, das seht ihr nicht in diesem Video, sondern in dem nächsten Video. Denn wir haben heute zwei Special Guests. Einmal den Senior Sommerfeld, mein Vater, und den Junior Sommerfeld, mein kleiner Bruder. Und wir machen heute quasi die Sommerfeld-Trilogie. Und zwar ein Beintraining. Das ist, glaube ich, das erste richtige Beintraining für meinen kleinen Bruder. Der hat nämlich erst ganz neu angefangen. Und ungefähr das millionste Beintraining für meinen Vater. Der ist nämlich schon seit 30 Jahren Bodybuilder. Also es wird mega interessant. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu meinem kleinen Bruder und zu meinem Papa, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich denke, der eine oder andere kann bestimmt was lernen. Was mein Vater für Lieblingsübungen macht, die besten Tipps und Tricks, was für Probleme mein Bruder hat als Neuling, wie er damit klarkommt, wie es mit seinem Freundeskreis funktioniert und so weiter. Alle solche Fragen könnt ihr dann quasi hier drunter schreiben und wir beantworten sie im nächsten Video. Also ich verabschiede mich jetzt erstmal, ich trinke jetzt meinen Booster und wir sehen uns im nächsten Video beim Training. Ciao.